Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende auf diesem Kanal, zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Deckprofil. Ja, ihr wärt nicht hier, wenn ihr es nicht wissen würdet. In der Überschrift steht's. Ja, heute für euch endlich mal die überarbeitete Version meines Kristallungeheuer-Decks. Ich habe mich mal rangesetzt und geübt und gebastelt und euch ein konstantes Kristallungeheuer-Deck für den Juni 2021 zusammengestellt. Kleines Intro, freut euch auf das aktuelle Deckprofil der Crystal Beasts. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir uns das Deckprofil der Kristallungeheuer für den Juni 2021 mal etwas genauer an. Wie kann es anders sein? Na klar, die Bosskarte der Kristallungeheuer spielen wir natürlich weiterhin. Einmal den Regenbogendrachen, unverzichtbar. Den neuen haben wir bei uns noch nicht im TCG, leider, leider, leider. Deswegen müssen wir mit dem Regenbogendrachen als Fusionsmechanik arbeiten. Na klar, mit dem Elementarheld Neos zusammen in den Regenbogen-Neos. Anders funktioniert das nicht. Die beiden gehören halt zusammen. Und dann kommen wir zu den Kristallungeheuer-Monstern. Unser Eröffner und mit der beste von den Kristallungeheuern ist natürlich unser Saphir-Pegasus. Sollte diese Karte beschworen werden, dann dürfen wir uns ein Kristallungeheuer-Monster von unserem Hand, unserem Deck oder unserem Friedhof zurück in unsere Zauber- und Fallenkartzone setzen. Ja, dann fungieren sie eben als permanente Zauberkarten. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Und wenn er zerstört werden würde, geht der auch in die Backrow. Und genau so erreichen wir nämlich auch unsere Spam-Rate, indem wir die ganzen Kristallungeheuer-Monster aus unserer Backrow mit einmal zurückbeschwören. Und das macht unser Rubinkarfunkel. Wenn unser Rubinkarfunkel spezial beschworen wird, dann dürfen wir uns alle Kristallungeheuer-Monster in unserer Backrow zurück auf das Feld rufen. Was gibt's da Einfaches? Das ermöglicht uns mal mit einem Zug 5 Monster auf das Feld zu bekommen, um sich dann in der Link-Mechanik was aufzubauen. 35 Karten im Main Deck sind super und 5 davon sind leider Bricks, da kann man nichts dran ändern, die wurden früher so geschrieben, aber Exodia kann mit den 5 Teilen, wenn man sie nicht komplett hat, auch bricken, von daher Kristallungeheuer, Bernstein, Mammut, wenn wir angegriffen werden, können wir das Angriffsziel auf das Mammut lenken, braucht kein Mensch, passiert so gut wie nie. Ab und zu gut, sage ich mal ganz nice, Topaz Tiger erhält 400 ATK in der Battle-Phase, damit kann man auf 2000 ATK gehen und nochmal ein bisschen Damage verursachen. Total irrelevant ist die Schildkröte mit ihren 2000 Verteidigungen und sie sagt einfach nur, man kann Monster die Verteidigungsposition ändern. Vielleicht ab und zu mal gebraucht ist eine Amethystkatze, für die Hälfte ihrer Angriffskraft von 600 Punkten darf sie den Gegner direkt angreifen. Und abschließend vielleicht noch einer der besten von dem ganzen Haufen ist der Koboldadler. Wenn man sich mal selber zugebaut hat, kann man damit eine Karte zurück aufs Deck packen oder hat man wieder ein bisschen mehr Platz. Aber wie gesagt, diese 5 Karten sind eben Crap. Ja, aber alles Ziele, die wir durch unseren Pegasus und unseren Rubinkarfunkel erstmal suchen und dann alles spezial beschwören können. Dann kommen wir zu der ersten Pendelkarte des Decks, das ist der Kristallmeister. Dein Gegner kann wieder ultimative Kristallmonster oder Kristallungeheuerkarten, die man kontrolliert, als Ziel für Karteneffekte wählen. Ziemlich nice, aber auch als Monstereffekt, wollte man mal keinen Öffner haben und keinen Sucher haben, kann man ihn als Sucher benutzen und diese Karte als Tribut anbieten und seiner Hand einen ultimativen Kristallmonster oder Kristallungeheuermonster oder eine Kristallzauber- oder Fallenkarte von seinem Deck seiner Hand hinzufügen. Also der sucht einmal alles und sozusagen auch der Schutzeffekt. Und nicht nur den Kristallmeister, nein, auch den Kristallhüter spielen wir auf 2. Das erste Mal, wenn ein Kristallungeheuermonster bei uns durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden würde, wird es nicht zerstört. Und man kann ihn auch von der Hand auf den Friedhof packen, um ein Kristallungeheuermonster einen Aufrichtig-Effekt zu verpassen. Das heißt, doppelte Angriffskraft, um somit gegen gegnerische Monster gegenzukommen. Und wenn ich gerade schon sage, der Aufrichtig-Effekt, ja, frisch rausgekommen. Dreimal. Der Dunkelaufrichtig, der Darkonist, spiele ich hier in diesem Deck. Der ist unverzichtbar. Richtig, richtig geile Karte. Was aufrichtig kann, brauche ich euch nicht erklären. Diesmal halt nur für Finsternis. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum auf Finsternis? Ich sehe hier bis auf den da nicht eine einzige Finsterniskarte in dem Deck. Ja, ich habe mich nämlich komplett umentschieden. Ich spiele keine Regenbogenruinen mehr.
Nein, wir spielen die fortgeschrittene Finsternis. Alle Kristallungeheuer-Monster auf dem Feld und in den Friedhöfen werden zu Finsternismonstern. Was gibt es da Einfaches? Nein, wir spielen keinen Regenbogen-Finsternisdrachen. Aber mit dieser Karte gewinnen wir Spiele. Dazu nachher nochmal später mehr. Wenn alle Kristallungeheuer-Monster Finsternis sind, dann können wir mit dem Dunkel aufrichtig gegen jedes gegnerische Monster durchgreifen. Weil außerdem zu der fortgeschrittenen Finsternis, wenn ein ultimatives Kristallmonster angreift, annullieren wir automatisch auch noch die gegnerischen Effekte in der Battlephase. Das heißt, sollte das Monster irgendwelche Schutzeffekte haben, hat es die in der Battlephase halt nicht mehr und wir können durchgreifen. Und natürlich zu der fortgeschrittenen Finsternis zum Suchen darf das Terraforming of course nicht fehlen. Wir wollen da schließlich ran. Dann geht's easy peasy weiter mit der Regenbogenbrücke. Keine Kristallungeheuerkarte, die Regenbogenbrücke, aber dafür sehr, sehr einfach gehalten. Füge deiner Hand eine Kristallzauber oder Falle von deinem Deck hinzu. Einfacher geschrieben geht's nicht. Nicht once per turn. Kann man alle drei hintereinander aktivieren. Wunderschöne Karte. Und was suchen wir mit der Regenbogenbrücke? Ja, wir können alles suchen, aber meistens wird das hier gesucht. Die Kristallverbindung, ich finde das so niedlich, mit dem Rubinkarfunkel, wie es gestreichelt wird. Egal, füge deiner Hand ein Kristallungeheuer-Monster von deinem Deck hinzu und packe ein anderes Kristallungeheuer-Monster von deinem Deck in deine Zauber- und Fallenkartenzone. Damit sucht man sich einen Pegasus und packt eins der Bricks aus dem Deck raus, damit man auf alle Fälle den nicht mehr nachzieht. Selbsterklärend. Oder wenn noch ein Karfunkel fehlt zum Spezialbeschwören, dann wird halt das Karfunkel genommen. Wie beschwören wir was aus unserer Zauber- und Fallenkartenzone zurück? Da nehmen wir zweimal die Kristallverheißung, wähle ein Kristall oder Karte in deiner Zauber- und Fallenkartenzone und beschwöre es als Spezialbeschwörung heraus. Sollte damit, wie gesagt, das Karfunkel beschworen werden, holen wir alle anderen dazu noch mit dazu. Und falls wir schon zwei drin haben sollten in unserer Zauber- und Fallenkartenzone, dann spielen wir das Kristall Leuchtfeuer. Falls zwei oder mehr Kristall-Ungeheuer-Karten in deiner Zauber- und Fallenkartenzone sind, beschwöre ein Kristall-Ungeheuer-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Ja, sollten da zwei drin sein, beschwören wir uns ein Karfunkel aus dem Deck und beschwören die anderen beiden wieder. Oder nicht, holen wir uns einen Pegasus, der packt uns die dritte Karte rein, da bleiben alle Möglichkeiten offen. Sollten wir alle Materialien verschwendet haben, können wir mit dem Kristall Segen zwei Kristallungeheuer-Monster in unserem Friedhof wählen und sie zurückpacken in unsere Zauber- und Fallenkartenzone. Auch nicht schlecht. Und zum Boardouten nehmen wir den Kristallüberfluss noch mit rein. Wenn wir vier Kristallungeheuer-Karten in unserer Backrow haben, können wir alle vier auf den Friedhof legen und dann das ganze Feld crushen. Was heißt crushen? Das wird nicht zerstört. Alle Karten werden auf den Friedhof gelegt. Jegliche Monster, die vom Gegner irgendwelche Schutzeffekte haben, sollten durch den Kristallüberfluss damit überwältigt werden. Und danach dürfen wir halt wieder vier Monster beschwören, um uns was wieder Neues aufzubauen. Ziemlich mächtige Karte. Und der Rest sind unsere Fusionskarten. Einmal natürlich die Neos-Fusion als Hard-Draw-Karte. Nein, natürlich für unsere Anaconda, damit wir instant auf unseren Regenbogen-Neos gehen können. Aber nicht nur das, wie gesagt, wir haben alles Finsternismonster mit dem Hornist zusammen und der Gegner wird bestimmt auch das eine oder andere an Finsternis spielen. Von da aus dreimal die Superpolymerisation, um gegnerische Felder zu outen und zur Not, wenn ich schon Anaconda anspreche, machen wir gegnerische Monster auch noch zu Finsternismonstern und fusionieren halt alles weg. Ja, das zum 40-Karten-Main-Deck, dann machen wir hier einen kleinen Cut und dann kommen wir noch zum Extra-Deck. Und wie versprochen, dann kommen wir noch zum Extra-Deck. Ja, schon mehrmals angesprochen, ist na klar einmal der Regenbogen Neos, der alle gegnerischen Monster zurück ins Deck mischen kann, der alle gegnerischen Zauber- und Fallenkarten ins Deck zurückmischen kann oder, wenn man das möchte, natürlich auch den ganzen Friedhof zurückmischen kann. Das zu ihm, man kann ihn auch austauschen für den Regenbogen über Drachen. Keine schlechte Karte, wenn man mal OTK gehen will, aber eigentlich reicht der Neos. Sonst für unsere ganzen Super-Poly-Ziele einmal die Raubpflanze Trifio Verutum für drei Finsternismonster, um instant mit der Super-Polymerisation gegnerische Monster zu outen. Sollten wir nicht viel haben oder der Gegner nicht viel haben, dann reicht auch einmal der Hungergift-Fusionsdrache, kriegt ATK-Boost und wenn er zerstört wird, macht er auch noch die gegnerischen Monster weg. Keine schlechte Karte.
speziell für unseren Dragoon, weil Dragoon ist wirklich immer noch eine ziemlich schwere Karte gegen Kristallungeheuer, habe ich mich für die Raubphase Draugtapelia entschieden. Es braucht nämlich ein Fusionsmonster und ein Finsternismonster, also speziell um gegnerische ekelhafte Fusionskarten weg zu fusionieren. Und na klar, am einfachsten geht's nicht. Einmal noch den Schlammdrachen des Sumpfes, zwei Monster mit den gleichen Eigenschaften, aber unterschiedlichen Typen. Sollte da selbsterklärend sein. Ja, und sonst das ganze Standard-Package, was man sonst immer benutzt. Einmal den Albtraumritter Phönix zum Backrow-Schießen, einmal zum Monster-Schießen den Cerberus. Na klar, wie kann es anders sein? Einmal ein Einhorn. Und um unsere höheren Monster Schutzeffekte zu verpassen, darf auch hier eine IP-Maskerina nicht fehlen. Ja, und sonst ganz standardmäßig, wie schon mehrmals angesprochen, brauchen wir natürlich unsere Raubpflanze Werte Anaconda, um uns die Neos-Fusion rauszusuchen, beziehungsweise auch die Superpolymerisation und auch um gegnerische Monster zu Finsternismonster zu machen. Und nicht nur, dass wir mit ihr gegnerische Monster benutzen, nein, auch die Unterweltgöttin der geschlossenen Welt nehmen wir auch noch mit rein. Link 5er, um auch noch eine Kopie des Gegners mit zu übernehmen. Um OTK zu gehen, sollte alles andere mal nicht funktionieren. Den Zugangskodiersprecher und ganz, ganz nice, ich finde den immer noch total toll, den Kannibaladedrachen. Außerdem auch ein Finsternismonster, was gegnerische Angriffskraft senkt und dann angreifen kann und auch noch die gegnerischen Karten übernehmen kann. Und abschließend sollten wir wirklich mal Brick gezogen haben mit Sayuya Schädelschrecken. Vier Karten, Kristallungeheuer-Monster zu Sayuya gepackt. Wir ziehen vier Karten nach, dürfen ein Monster in Sayuyas Zone Special, den kennt da brauche ich nicht drauf eingehen. Ja, das zum 15 Karten Extra Deck. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Deckprofil von meiner Seite aus. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like da lassen. Verbesserungsvorschläge bitte in die Kommentare. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren, Glocke drücken, das ganze Gerede kennt ihr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, euer Nightmare.